folgenden Titel kennen Sie alle. Aber wussten Sie, dass die Gruppe, die nun singt, seit über 30 Jahren erfolgreich in aller Welt aufgetreten ist? Unter anderem waren sie in Spanien, in Japan, Australien, Finnland. Wussten Sie, dass sie in drei Sprachen singen? In Deutsch, das versteht sich, in Englisch und in Spanisch. Und wussten Sie, dass sie von Peter Frankenfeld entdeckt worden sind? Ihr Name Medium Terzett und der Titel Ein Loch ist im Eimer. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich muss sagen, in diesem vollen Tanzcenter habe ich unseren Henry verloren. Und ich möchte Sie bitten, mit mir doch einmal den Henry zu rufen, damit er den Weg hierher findet. Ich zähle mal 3, 4 vor, würde ich sagen, und dann rufen wir alle ganz laut Henry. Wollen wir es mal probieren? Machen Sie mit? Probieren wir es mal. 3, 4! Henry! Ja, was ist los? Bring mal Wasser mit! Na komm schon, komm. Du bist in der Musikrevue, beeil dich mal ein bisschen. So, da hast du dein Wasser, bitteschön. Was ist das bitte? Ist nichts mehr drin? Hier. Aha, schön. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto. Da ist ein Loch drin. Ein ganz normales Loch. So, für den Gästen mal zu Hause ein normales Loch zeigen. So sieht das aus. Verstopf es so, Henry, oh Henry, oh Henry. Verstopf es so, Henry. Mach's dicht. Zack, zack hier, aber... Zack, zack. Jawohl. Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit Stroh, Henry, oh Henry, oh Henry. Mit Stroh, oh Henry. Papa, Platz. Ja. Mit Stroh. Staunst du, was? Toll. Mit Stroh. Staunst du auch, ne? Aber das geht nicht. Der Stroh ist zu lang, Karl Otto, Karl Otto. Der Stroh ist zu lang, Karl Otto ist zu lang. Entschuldigung. Ist trotzdem zu lang. Das ist auch schön. Wir spielen Polizei jetzt. Geh mal zurück. Hier ist gar kein Verkehr heute, ne? Aber es ist nicht so einfach, zur gleichen Zeit einen anhalten und einen fahren lassen. Aber der Stroh ist immer noch zu lang. Dann kürze, Sir Henry. Dann kürze, Sir Henry. Mensch, hack's ab! Aber womit denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Jeder. Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit da! Gestern ging's noch, ehrlich. Mit da! Was denn nun? With an X. Ja. Das war Englisch, ja? Yes, sir, with an X. I know, Hammond X. Es geht nicht, aber die Axt ist zu stumpf, Karl Otto, Karl Otto. Die Axt ist zu stumpf, Karl Otto, die ist zu stumpf. Au! Oh. Der kommt immer so dicht dran. Bitte, was ist die Axt? Zu Zweimal nicht. Ist nicht scharf genug. Aha. Zu stumpf. Oh. Ah. Jetzt weiß ich, warum dieses nette Mädchen hier an der Kasse im Tam-Center immer hinter so einer dicken Glasscheibe sitzen muss. Dann schärfst du, Henry. Dann schärfst du, Henry. Mach sie scharf. Wie, das Mädchen an der Kasse? Nein! Die Axt natürlich. Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto? Womit denn, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit dem Stein, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Mit dem Stein, oh Henry. Mit dem Stein. Schönes Spiel, ne? Schön. Aber der Stein ist zu trocken, Karl Otto, Karl Otto. Der Stein ist zu trocken, Karl Otto. Der ist zu trocken, der ist nicht nass genug. Der Stein ist zu trocken, 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 trocken. Zu trocken. Der Stein. Hol Wasser, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Hol Wasser, oh Henry. Hol Wasser. Ja, aber worin denn, Karl Ach, Otto, Karl Otto, jeder, Karl das ist ein Otto, Hut. Worin denn, Karl Otto, Karl Otto, worin? Im Eimer, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Im Eimer, oh Henry, im Eimer. Im Eimer? Wo? Hat jemand einen Eimer? Wo?
Kein Eimer. Wo? Und Emma. Aha. Moment. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch.